Hey, hey, wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Das zusammen mit Fabian, Justus und Obi. Let's go! Ich glaube, ich nehme die Folge auch. Nee. Wir spielen zu dritt ein bisschen Battlefront. Justus wird einfach immer rausgeschnitten. Na, kannst du wieder so zensieren, immer wenn ich irgendwas Anstößiges sage. Also immer, so quasi Dauer. Immer nur einfach immer nur piepen, ja. Wenn er redet, das wäre großartig. Ich glaube, ich snipe mal ein bisschen. Oh, das mache ich auch. Ja, aber du triffst ja nie. Boah, jetzt hast du es ihm aber gegeben, Mensch, ey. Ich schaff's nicht! Ich schaff's doch. Er heißt einfach... Ja, was sind das für Namen? Er heißt Lustiger Platz 309. Ja, hab ich auch gesehen. Was? Das ist ja lustig. Oh Gott. Ach mein Gott, da gehe ich zu Truppler OW und dann kriege ich schon eine Granate ins Gesicht. Kann ich irgendwie salutieren? Was soll denn das? Was war das, Truppler? Was habe ich da gesehen? Hast du mal unseren Anführer gesehen? Was für eine Lusche, ey. Puh. Ich werde irgendwie nicht respektiert von meinen Truppen. Macht unser Kano eigentlich? Nö, der Albert hat die ganze Zeit so einen Truppler. Der alte Mann, der alte Solo. Oh, ich habe ihn voll gegen die Wand geklatscht. Und zack. 3 Kills schon. Das ist krass. Wow. Da kommt einer. Das ist Lando. Lando Schmerndo. Oh, Scheiße, der hat mich. Das war Krusty Snickers. Jetzt müsstest du doch einen nehmen können. Wir haben es geschafft. Ja, jetzt habe ich die Kreatur vom Strand. Ich gebe mir genau eine Minute, bis ich tot bin. Mal gucken, wie lange es hält. Legst du dein Minenfeld aus? Ja. Da kommt schon einer, pass auf. Ich mach's an, alles bis Objective. Bin tot. Ach, Justus, es war doch nur ein Gegner. Das war keine Minute. Ja, aber warum hast du dich denn nicht umgedreht? Ja, alles fürs Objective. Das heißt trotzdem, dass du schießen darfst, Justus. Nein, alles fürs Objective. Nur ein Heavy Trooper. Okay. Jetzt muss man einfach nur schön als Flammentruppler hier gegen eine können sterben, die direkt vor ihm auftaucht. Da kommt Luke, er will es ausmachen. Ich hab ihn weggekriegt. War der Schild tot. Boah, hier, die Mundi wäre so stolz auf mich. Wow, ich hatte Maul und durfte einmal rollen und dann war ich wieder weg. Ja, besser als ich. Unser Boss war richtig gut. Doch, bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich hier einen ganz kurzen Einschub machen, denn ihr könnt gerne mal meine Partnerseite Instant Gaming auschecken. Dort gibt es jeden Monat ein gratis Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen könnt. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, dann nutzt auch gerne den Link, um euch dort günstiger Spiele, Guthaben, Abonnements und so weiter zu kaufen. Wie gesagt, das würde mich total gut unterstützen. Dort gibt es auch alles von PC-Spielen, Xbox-Spielen, Playstation-Spielen, Switch-Spielen bis hin zu Sachen wie Guthaben oder Abonnements wie PS Plus oder den Game Pass. Deswegen gerne mal abchecken. Vielen lieben Dank und jetzt geht's weiter. Boah, sieht so geil aus. Ja, natürlich Quatsch. Boah, ich hab's auch geschafft. Ich hab das Ding noch gerettet. Naja, fast. Der Bulba hat mich mit seinem Düsenstrahl geblendet. Getötet. Aber jetzt hast du dich reingekommen. Das war aber falsch. Warum? Die Reihenfolge war nicht richtig. Ah, ich wurde geblendet. Aber Sebulba habe ich gerettet. Sebulba hat sich mit seinem Düsenstrahl geblendet. Lassen wir es einfach. Ich habe Sebulba richtig mies mit seinem Düsenstrahl, mit seinem eigenen Düsenstrahl geblendet. Sebulba hat sich mit meinem Düsenstrahl geblendet. Aber ich habe ihn danach noch gerettet. So war das, glaube ich. Mein Gott, guck dir so richtig verwirrt an. Was laberst du eigentlich? Junge, halt mal die Schnauze. Digga, lass die Drohung weg in dem Alter. Aber auch in dem Alter, ne? Danach ist okay. Danach ist okay. Vor allem, weil er auch Digga sagt, ne? Ich hab gehofft, man hört das so ein bisschen raus, dass nicht er das ist. Was viele nicht wussten, in dem ersten Draft von Phantom Menace hat er ihm da nicht Blut abgenommen, sondern Killer Sticks gespritzt. Achso, ich dachte, gewesen sind Killer Sticks abgenommen. Die in seinem Kinderzimmer waren. Der war die Nacht vor dem Rennen so ultra high. Vermisst du das richtig damals im Battlefront 2015? Wenn man an dem Sternzerstörer, an diesem Triebwerk vorbeigeflogen ist, dann ist man immer fast erblindet. Das war auch dieses Geräusch so geil. So das vermisse ich auch, ey, dass man da fast erblindet wäre. Ich werd auseinandergenommen. Helf mir mal, ich werd hier richtig beschossen. Ich doch auch. Mir doch mal. Es ist Meister Yoda, ist auf der Jagd nach mir. Meister Yoda fetzt mich. Ich kann nichts machen. Ich brauche Hilfe. Darth Maul braucht Hilfe. Ich bin tot. Meister Yoda einfach. Ich bin so sauer. Der ist jetzt nicht gestorben, oder? Alter, das ist... Wie kann denn das sein? Oh, ich darf ihn nochmal nehmen. Meister Yoda hat mich gerade mit den übelsten Fliegermanövern weggefetzt und danach fliegt er in das Kontrollschiff rein.
Ja, Mensch. Assa-Pilot-Zombie. Ja, aber der war, vorher war der ultra krass. Trau mir mal. Der Feige greift mich an. Da, Fabian. Oh, ich hab Han Solo getötet. Sehr gut. Ja, dieser Sound ist so unfassbar geil von der seismischen Bodenmühle. Mal, den hab ich gerade kaputt gemacht. Aber jetzt hauen die anderen ab wie Feiglinge. Terminator? Ja. Krass. So gut war ich nicht. Ich spiele das immer fast gar nicht. Oh, ey, ist das schlimm. Ich bin ja so raus. Was ist denn los? Welchen nehmt ihr? Den Abfangjäger oder den anderen? Den Bomber. Ha! Den gibt's ja gar nicht. Weiß mal, wie wir in die Ego-Sicht gehen. Ich bin da zu cool. Mit der normalen. Boah, das ist schon, also vom Feeling. Ja, macht gar keinen Spaß, das Spiel, bin tot. Bist du entgegengekocht oder hat dich einer besiegt? Nee, mich hat einer einfach instant weggehauen. Aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass diese Sternzerstörer nicht cool aussehen. Ich mag die irgendwie richtig gerne, aber man sieht die viel zu wenig in Action. So, den schnapp ich mir jetzt aber. Yeah! Oh. Also ich versteh es nicht. Manchmal ziehe ich richtig gut und dann schieße ich alles daneben. Ich schieße es teilweise aber auch nicht. Da denkst du, bist irgendwie voll drauf und kriegst aber diese Schadenssymbole und du machst dann einfach überhaupt keinen Damage. Also ist auf jeden Fall kreativer als das, was man in den Filmen sieht. Also die besten Flieger-Maps sind hier, finde ich, eindeutig Ryloth am eben und Kamino finde ich auch echt cool. Ryloth ist wirklich, mag ich glaube ich auch am meisten. Also Ryloth finde ich vom Objective her am coolsten. Rodestein ist auch noch cool. Aber Fondor ist auch geil. Ah ja, stimmt, Fondor ist auch cool. Irgendwie bescheuert, dass sie sowas wie den Todesstern hier, also den richtig intakten Todesstern, gar nicht eingebaut haben. Ja, den Grabenflug, der war so geil damals in dem Todesstern-DLC. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich cool, dass sie das eingebaut haben. Weißt du, wenn du so an große Raumschlachten denkst in irgendeiner Form, die du bei Star Wars cool umsetzen kannst mit so einem Objective, da würdest du ja wahrscheinlich an die beiden Todessterne erstmal denken. Hast du vielleicht noch aus Episode 1 das Druiden-Kontrollschiff irgendwie? In 3 gibt's jetzt nicht so ein Objective, was so eine... Schwierig, wie will man das machen? Da könnte man irgendwas machen, dass man Obi-Wan und Anakin eskortieren müsste oder so? Boah, oder die Executor, die man auch geil einbauen können. Boah, das wäre cool. Das ja auch mit dem intakten zweiten Todesstern machen können. Dass du dann irgendwie so schnell, irgendwie 3 Minuten hast du dann Zeit, um irgendwas zu machen, sonst schießt der Todesstern. Das wäre auch cool. Ja, grundsätzlich, dass du dann so eine Dynamik reinbringst, dass du es dann vielleicht nur einmal verkackst und dann schießt der Todesstern und dann wird es dir erschwert, aber du hast noch eine Chance. Und das wäre ganz cool. OW, jetzt höre was, OW, mach was, OW. Ich habe schon versucht, ich weiß nicht, ich gebe mein Bestes. Einer also noch, den ja. Oh, geil. Wieder ein Sieg für die erste Ordnung. Das sieht aber echt cool aus, das ist recht Justus. Ja. Ja, wie gesagt, mit so Cutscenes hast du mich immer direkt. Alles klar, und damit war's das mal wieder mit ein bisschen Star Wars Battlefront 2 Together mit den Boys. Vielen lieben Dank fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.